ist ein Thema, das die Menschen in Österreich seit längerer Zeit beschäftigt, aber in den vergangenen Wochen, da ist nochmals Elan in die Debatte reingekommen. Brauchen wir eine Arbeitszeitverkürzung? Die SPÖ ist dazu mit einem neuen Vorstoß aktiv geworden. Die Grünen verlangen plötzlich die 35-Stunden-Woche für öffentlich Bedienstete in Wien bei vollem Lohnausgleich. Und zu Jahresbeginn gab es auch Proteste und Streiks in der Sozialwirtschaft, auch dort der Ruf nach einer 35-Stunden-Woche. Aber wohin bringen uns diese Forderungen? Ist es Zeit für eine Arbeitszeitreduktion bei vollem oder teilweise Lohnausgleich? Darüber wollen wir heute diskutieren. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Standard Mitreden. Mein Name ist Andras Sigetvar und das sind unsere spannenden Gäste heute. Ich begrüße sehr herzlich Wirtschaftsministerin Margarete Schramburg von der ÖVP. Danke, dass Sie da sind. Hallo. Ich begrüße auch Frau Pamela Rendi-Wagner, SPÖ-Chefin. Danke fürs dabei sein. Und Frau Irene Kreumüller, sie ist Medizinerin und Psychotherapeutin und berät auch Unternehmen zum Thema Arbeit und Gesundheit. Danke, dass Sie dabei sind. Danke. Ja, wie immer haben wir Userinnen und User aufgerufen oder gebeten, uns Fragen zu schicken. Viele sind gekommen, aber ich würde gern mit einer eigenen Frage beginnen, Frau Rendi-Wagner. Sie schlagen ja vor, also die Bundes-SPÖ schlägt ja vor, eine Arbeitszeitreduktion. Die Betriebe sollen die Arbeitszeit um 20% reduzieren, aber der Clou eben, der Lohn soll um etwa 6% sinken für die Beschäftigten. Man würde also die Kosten aufdritteln zwischen Unternehmen, Beschäftigten und Staat. Können Sie uns erklären, warum eigentlich das Ganze, welche Ziele wollen Sie damit erreichen? Ja, vor allem die Frage, warum jetzt? Wir sind vor allem vor einer großen Herausforderung. Die Rahmenbedingungen, die wirtschaftlichen Situationen und Entwicklungen der letzten Wochen und Monate sind Corona-bedingt nicht gut. Wir haben eine Rekordarbeitslosigkeit. Wir haben das Wirtschaftswachstum, das stark einbricht, -7%. Und vor allem, das ist das, was mich vor allem alarmiert hat, eine Prognose auch fürs nächste Jahr, die nicht viel rosiger ausschaut. WIFO, IHS sagen, dass die Arbeitslosigkeitszahlen weiter sehr hoch, über 9% in Österreich bleiben sollen. Das heißt, jetzt braucht es erstens stärkende Impulse für die Wirtschaft, Unterstützung für die heimischen Betriebe einerseits und stärkende Impulse, was die Beschäftigung betrifft. Arbeitsplätze schaffen und vor allem im ersten Schritt Arbeitsplätze sichern während dieser schlechten wirtschaftlichen Lage. Und da braucht es, haben wir vorgeschlagen, einmal ein starkes, kluges, vorausschauendes, über die nächsten Jahre vorausschauendes Investitionspaket für die Wirtschaft und damit natürlich auch arbeitsplatzstärkend und schaffend. Und zweitens, glaube ich, ist jetzt die Zeit und eine Krise ist immer die Zeit, auch innovativ nachzudenken, was es an Neuem braucht. Ob es jetzt der Zeitpunkt ist, wirklich über Entwicklungen nachzudenken, die vielleicht eh schon vor ein paar Jahren fällig gewesen wären, aber zu denen man sich in der Politik nicht durchringen konnte. Und jetzt ist ein starker Anlass gegeben. Wir haben wenige Aufträge bei der Wirtschaft und das wird sich nicht ändern. Und wir haben eine hohe Arbeitslosigkeit. Und da haben wir gesagt, vor diesem Hintergrund wäre es doch sinnvoll, die wenige Arbeitszeit, die jetzt generell noch zur Verfügung steht, auf möglichst viele Menschen erstens zu verteilen und die Unternehmen dabei zu unterstützen, in dieser Zeit ihre gut ausgebildeten Beschäftigten trotz niedriger Auftragslage auch in den nächsten Monaten halten zu können. Das schafft für die Wirtschaft, für die Unternehmen Planungssicherheit, Flexibilität. Wenn es in ein, zwei Jahren vielleicht wieder hinaufgeht, müssen sie nicht lange Arbeitskräfte suchen. Und der Vorteil für die Beschäftigten ist, sie behalten ihren Arbeitsplatz bei etwa 5% Lohnverlust, aber erhalten 20% mehr Freizeit, mehr Erholung, mehr Zeit mit der Familie. Das ist etwas, was immer mehr wert geworden ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Und ich bin auch Ärztin. Ich weiß, dass das einen erheblichen positiven Effekt auf die Gesundheit hat. Und die öffentliche Hand, der Staat, profitiert davon, wenn es weniger Arbeitslosigkeit gibt, weil Arbeitslosigkeit kostet sehr, sehr viel Geld. Okay, also Umverteilung von Arbeit, Freizeit, Frau Ministerin. Ein User oder Userin Manika sagt, ich habe mir eine 4-Tage-Woche gegönnt und es war die beste Entscheidung meines Erwachsenenlebens. Habe zwar weniger Geld als vorher, dafür jetzt aber mehr Zeit und mehr Lebensqualität. Können Sie all diesem, was die Frau Rendi-Wagner sagt, was der User schreibt, können Sie dem etwas abgewinnen? Naja, es gibt etwas, was ich mit Peter Handke gemeinsam habe oder zwei Dinge, die ich mit ihm gemeinsam habe. Er ist ja für die Finanzen zuständig in der Stadt Wien von der SPÖ und er ist lange in der Wirtschaft gewesen und ich auch 22 Jahre in der Wirtschaft und wir haben etwas gemeinsam, dass dieser Vorschlag
nicht vorrangig unser Problem lösen wird, sondern dass wir hier, und das teile ich mit ihm und auch mit dem Landeshauptmann vom Burgenland, dass wir hier ganz konkret jetzt dafür sorgen müssen, dass wir nicht die heimischen Betriebe noch zusätzlich belasten, sondern dass wir jetzt darauf schauen, dass die Menschen, die jetzt in Kurzarbeit sind, und das ist ja ein Modell, das wir als Regierung mit den Sozialpartnern gemeinsam sehr schnell und sehr gut erarbeitet haben, dass diese Menschen wieder in Beschäftigung kommen können. Und von der Kurzarbeit in die Betriebe zurück und von der Arbeitslosen, vor allem im Bereich Tourismus, wo es ganz viele Arbeitslose gibt, auch wieder in die Betriebe zurück. Also das ist das vorrangige Ziel. Und da dürfen wir unsere heimischen Betriebe nicht schwächen und besonders belasten. Wenn ich jetzt das Beispiel nehme, dieser Arbeitszeitverkürzung, dann wird das zum Beispiel für den Handel, der ja jetzt noch nicht gerade in der besten Situation ist, sondern noch einiges braucht, eine extreme Zusatzbelastung bedeuten. Und darum erteile ich als Wirtschaftsministerin klar diesem sehr, sehr lang vorliegenden Vorschlag, der schon immer wieder diskutiert worden ist, aber zu Recht nicht umgesetzt worden ist, ganz klar eine Absage. Ich gebe auch Beispiele dafür. Wir haben das in Frankreich, ich habe 15 Jahre für einen französischen Konzern gearbeitet und da meine Kollegen gesehen. Und dort waren auch die Sozialdemokraten an der Regierung und haben diese verkürzte Arbeitswoche generell eingeführt. Und es hat dazu geführt, dass wir mehr Arbeitslose hatten und die Arbeitsbelastung in Frankreich pro Person heute höher ist als in Österreich. Was ich aber schon glaube ist, und das wird sicherlich die Expertin, die Frau Chloe-Müller, auch bestätigen, ist, was es, und das weiß ich aus meiner praktischen Erfahrung, dass die Betriebe daran arbeiten, flexible Modelle bekommen. So wie Sie es gesagt haben, es kann in einer Lebensphase durchaus gut sein fürs Unternehmen und auch für die arbeitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter flexible Modelle zu haben. Also ich stehe dafür, mehr Flexibilität zu haben, auch über die Lebensphasen. Das ist meine persönliche Erfahrung, habe 15 Jahre Betriebe geleitet und auf der anderen Seite auch meine politische Überzeugung, keine Belastung für die heimischen Betriebe. Aber es wird natürlich, und vielleicht erzielen Sie darauf ab, Frau Rendi-Wagner, dass es ein weiteres Modell braucht und daran arbeiten die Sozialpartner jetzt. Aber wir wollen da den Sozialpartnern zuhören und nicht vorpreschen und ein altes Modell nehmen, das so definitiv aus meiner Sicht nicht funktionieren wird. Aber es ist nicht alt, das wissen Sie schon. Sie haben sich schon angeschaut, Frau Ministerin, hoffe ich. Ja, es ist komplett neu. Dieses Modell ist genau 3 Wochen alt. Das hat es vorher noch nicht gegeben, das hat es so in Frankreich nicht gegeben, das hat es in der SPÖ nicht gegeben. Das ist komplett neu und es verspricht genau das, was Sie fordern und was Sie zu Recht einfordern in dieser Situation. Und deswegen fordere ich das auch, eine Unterstützung, mehr Flexibilität für die heimischen Betriebe. Und es ist eigentlich eine moderne Weiterentwicklung des jetzigen Kurzarbeitsmodells. Genau das ist es, ein flexibles, weiter bearbeitetes Modell, dass ja dort, wo es Sinn macht, nicht überall, es ist ein freiwilliges Modell, es ist ein Vorschlag. Und genau die Sozialpartner sollen auch innerbetrieblich und überbetrieblich über dieses Modell nachdenken, wo es Sinn macht, weil es die Unterstützung für die Betriebe ist. Und wenn Kurzarbeit eine Belastung für die Betriebe wäre, dann frage ich mich, warum fast über 1 Million kurzarbeitsgemeldete Beschäftigte jetzt in dieser Corona-Krise waren, wenn es eine große Belastung war. Nein, Frau Ministerin, es war eine Entlastung für die Betriebe und es war eine Sicherung in dieser Krise für die heimischen Arbeitsplätze. Und darum muss es uns in der Politik gehen. Und diese ewige Nein- und Blockadehaltung, das ist kein Plan und kein Ziel. Da wünsche ich mir mehr Offenheit. Und ich habe mir kürzlich gedacht, wäre Steve Jobs so wenig innovativ wie Sie jetzt in dieser Phase als ÖVP, der wäre noch immer nicht aus seiner Garage gekommen und ein iPhone hätte es auch nicht gegeben. Ja. Also wenn die Frau Ministerin noch kurz was sagen und dann die Frau Müller. Ja. Also man kann da immer also solche Übertreibungen und solche Beispiele nehmen. Ich bin ja jetzt nicht so lange in der Politik, seit 2 Jahren, aber ich komme aus der Wirtschaft mit meiner praktischen Erfahrung und habe große Betriebe und kleinere Betriebe geleitet. Und was wir brauchen, ist Modelle, die einerseits mehr Flexibilisierung geben, den Mitarbeitern und den Unternehmen. Aber was es nicht braucht, ist eine Verkürzung der Arbeitszeit, einer generelle, weil das hilft uns nicht weiter. Wir haben jetzt wirklich gesagt, auch Ihr Kollege Peter Handke, den ich gut kenne und mit dem ich viel zusammengearbeitet habe, hat er sehr wohl gesagt, er hat hier gesagt, ganz andere vorrangige Themen, ich zitiere ihn wortwörtlich, es gibt ganz andere vorrangige Themen, und zwar diese, die Beschäftigung, die Arbeitsplätze wieder zu schaffen. Und Kurzarbeit war ein gutes Modell,
Das ist ein Erfolgsmodell in ganz Europa, in der gesamten Welt. Wir haben es geschafft, die Strukturen zu erhalten. Und jetzt ist es wichtig, dass wir Anreize schaffen. Sie haben es selbst auch gesagt, es braucht mehr Anreize. Und die haben wir geschaffen, in dieser Woche im Parlament beschlossen. Hätte mir gewünscht, dass Sie bei einigen Themen noch mehr mitstimmen. Aber bei einigen ist es ja auch gelungen. Investitionen fördern. Jetzt sage ich kurz etwas dazwischen. Frau Ministerin, bleiben wir noch beim... Wir kommen noch dazu in Details zu den Punkten, Frau Kröll-Müller. Ich würde Sie das gerne fragen, gibt es so etwas, kann man sagen, was die ideale Arbeitszeit ist? Kann man sagen, zum Beispiel 40 Stunden in der Woche machen eher krank als 30? Was kann man denn aus medizinischer, aus psychotherapeutischer Sicht dazu sagen? Aus medizinischer Sicht kann man mal sagen, dass wenn man Richtung kürzere Arbeit geht, dass man aufpassen muss, kürzere Arbeit allein ist nicht gesundheitsförderlich, sondern es geht darum, um die Qualität der Arbeit, ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine kürzere Arbeitswoche habe und dort eine massive Verdichtung oder Komprimierung, ist das genauso viel mehr emotional erschöpfend, als wenn ich eine Tätigkeit habe, die ich vielleicht auf 38 Wochenstunden verteilen kann. Aber ich bin der Meinung oder meine Erfahrung aus der, wirklich seit 95 bin ich in der Betriebsberatung, dass dass es eine Flexibilisierung braucht, ja, im Sinne auch der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber, und dass es lebensphasenorientiert sehr unterschiedliche Modelle aus meiner Sicht auch geben kann. Und denn das kann auch mal sein, eben eine kürzere Woche, wo dann eben die Erholungseffekte sich wirklich auch einstellen, wo ich Familienbetreuung oder Ausbildung noch machen kann. Aber ich würde es nicht verordnen oder zwangsverpflichten, unter Anführungszeichen. Ich glaube, jeder hat persönliche Präferenzen auch. Wie gesagt, schon die Rahmenbedingungen müssen sehr genau angeschaut werden, dass es wirklich gesundheitsförderlich wirken kann. Mhm. Weil sonst haben wir eine Erschöpfung, ja, wenn Sie immer in den Pflegebereich rein. Also ich mache so viel Beratung in Krankenhäusern. Wenn Sie dort zum Beispiel sagen, es wäre super natürlich, wenn dort Personen vielleicht, die in einem hoch psychisch und physisch belasteten Bereich arbeiten, vielleicht 1-2 Stunden weniger arbeiten können, aber wenn ich dort dann die gleiche Anzahl von Patienten oder Patientinnen betreue, habe ich keinen Effekt, keinen positiven Effekt. Das heißt, ich muss mir immer die Rahmenbedingungen auch anschauen. Ich glaube, das kann man nicht trennen und kann nicht sagen, prinzipiell, das ist gesünder oder schlechter. Aber wir wissen, wenn wir ewig lang viele Überstunden machen, dann sinkt die Arbeitsfähigkeit. Aber da sind wir weit über 40 Stunden hinaus. Dass wir auch stattfindet zum Teil. Ja? Frau Rendi, wollte ich noch einmal auf das zurückkommen, auf das Thema Kosten oder wer trägt diese? Dazu zwei Fragen. Das eine ist, würden Sie schon, wenn Sie jetzt an der Regierung wären, würden Sie das Ganze, dieses Kurzarbeitmodell, das Sie vorschlagen, per Gesetz beschließen? Oder sagen Sie nur, die Sozialpartner sollen das ausverhandeln? Und wenn die Sozialpartner, warum sind Sie dann nicht initiativer und sagen, ja, wir setzen das doch als Gesetz einfach um? Und die zweite Frage noch einmal zu dem, was die Frau Ministerin gesagt hat. Jetzt geht es ja da um diesen Teil, den die Unternehmer tragen müssen. Ist da nicht ein Risiko dabei aus Ihrer Sicht, dass da wirklich vielleicht Wettbewerbsfähigkeit verloren geht? Oder sagen Sie, nein, dass für diese Plus an Lebensqualität muss man halt das auch in Kauf nehmen, dass es die Betriebe was kostet? Also danke mal auch für die erste Frage, weil es ganz, ganz wichtig ist, diese Klarstellung. Das ist natürlich ein freiwilliges Modell aus meiner Sicht. Und ich glaube, da gebe ich der Kollegin Klopp-Müller recht, dass Zwang in der Phase, eine Zwangsverordnung jetzt von einem Tag zum anderen von 80% weniger Arbeitszeit für alle Betriebe nicht der richtige Weg wäre, dass die Freiwilligkeit deswegen notwendig ist, weil es Bereiche gibt, wo es jetzt Sinn macht und wo es vielleicht weniger Sinn macht. Das hat die Frau Ministerin ja auch schon einige Bereiche wirtschaftlich erwähnt. Deswegen würde ich es nicht gesetzlich machen und habe gesagt, die Sozialpartnerschaft muss hier sozusagen das Zugpferd sein, das zu verhandeln, überbetrieblich, aber auch im Betrieb. Das ist wichtig, weil im Betrieb das natürlich dann auf die individuellen Rahmenbedingungen eingehen muss. Und es soll zeitlich befristet sein. Es ist jetzt kein Modell, das ich jetzt für die nächsten 50 Jahre unbedingt als den neuen Status festlegen möchte, weil das kann ich auch nicht sagen. Aber ich glaube, wir sind in einer wirklichen Ausnahmesituation, wo die Betriebe einfach auch jetzt noch in den nächsten Monaten und vielleicht sogar 1-2 Jahren noch geringere Aufträge haben. Das heißt, sie haben weniger Aufträge für ihre Arbeitskräfte. Und anstatt dass die Arbeitskräfte gekündigt werden, sie ihren Job verlieren, die Arbeitslosigkeit steigt, wäre es doch gut zu unterstützen. Wir reduzieren insgesamt und machen hier eine freiwillige Arbeitszeitreduktion und eine Drittelfinanzierung. Also ein Drittel zahlen die Arbeitnehmer durch etwa über 5% Lohnverzicht, etwa netto. Ein Drittel die Arbeitgeber und ein Drittel das AMS, die öffentliche Hand. Die Gesamtkosten
wenn etwa 1 Million Teilnehmer wären, wären 1,1 Milliarden Euro. Und das ist ein Fünftel der derzeitigen Kosten der öffentlichen Hand pro Jahr, die derzeit die Kurzarbeit dem öffentlichen Staat kostet. Also ein Drittel, es ist wesentlich weniger. Und weil Sie auf den Arbeitgeber nochmal gekommen sind, Herr Shigetwari, da haben Sie natürlich recht, das müssen wir im Auge haben, aber da gibt es Studien, unter anderem des Wirtschaftsforschungsinstitutes, aber auch Erfahrungsberichte aus österreichischen Unternehmen und international. Microsoft Japan ist zum Beispiel einer solcher Betriebe, die schon vor einiger Zeit freiwillig umgestellt haben. Und da hat sich in der verkürzten Arbeitszeit eine Produktivitätssteigerung herausgestellt. Warum? Weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch diese kürzere Arbeitszeit motivierter, ausgeruhter, erholter sind. Und das hat sich in einer Produktivitätssteigerung ausgewirkt. Das ist gut für einen Betrieb, motivierte, zufriedene Mitarbeiter zu haben. Sonst gäbe es nicht schon österreichische Unternehmen, nämlich jetzt, die das schon freiwillig vor einigen Jahren umgesetzt haben und durchgehend positiv darüber berichten. Frau Ministerin, dazu auch eine Frage. Also würden Sie nicht auch sagen, mit Unternehmen, da mag es ja Bedenken geben, aber zum Beispiel, es ermöglicht auch eine viel bessere Aufteilung der Hausarbeit zum Beispiel, gerade was Frauen betrifft. Also gibt es da nicht auch Punkte, denen Sie etwas abgewinnen können? Und vielleicht, wenn die Frau Rendi-Wagner sagt, das steigert die Produktivität, oder glauben Sie einfach nicht daran, dass das so ist? Ja, also was natürlich ist, ist, dass es verschiedenste Arbeitsformen heute gibt. Und wir haben ja uns immer eingesetzt dafür, mehr Flexibilisierung zu haben. Die Sozialdemokratie war da nicht immer so dafür, denn mehr Flexibilisierung bedeutet auch für junge Mitarbeiter oder wenn es in der Lebensphase passt, mal einen Tag mehr zu arbeiten, am anderen Tag weniger. Also das hilft sicherlich, das hilft den Unternehmen und dafür trete ich auch immer ein. Das haben wir schon in den Betrieben immer so gelebt. Das weiß ich, dass auch die Sozialpartner das auch zum Großteil auch so sehen, denn die Betriebe leben das ja in Österreich schon. Was es nicht braucht, ist diese eine starre Vorgabe, da zu hören, dass es ein Vorschlag ist. Das ist gut zu hören, dass das nicht als Gesetzesvorlage gedacht ist, denn Unternehmen brauchen das jetzt gerade nicht. Sie brauchen nicht eine Mehrbelastung und sie brauchen aber auch nicht die Diskussion allein über das Thema. Das kommt ja dadurch auch, dass man jetzt die Arbeitszeit verkürzt und vollen Lohnausgleich und verschiedene Themen. Denn das ist jetzt eine sehr gefährliche Phase. In der jetzigen Phase sind die Unternehmen sehr darauf angewiesen, dass wir die richtigen Rahmenbedingungen schaffen und dass wir nicht sagen und auch nicht nur die geringsten Signale senden, dass wir sie zusätzlich belasten. Das gilt für mehr Steuern, das gilt für mehr Regelungen, für mehr Regulierung und das gilt auch für mehr Vorgaben. Das heißt, die brauchen jetzt Signale, dass es leichter wird, dass es einfacher wird, dass Umsatzsteuer wegfällt, dass sie die Personalkosten zum Beispiel bei der Kurzarbeit nicht so tragen haben, die Fixkosten. Das sind jetzt die richtigen Signale, dass sie ihre Zuversicht behalten. Weil die, also wenn ich jetzt nur kurz sage, die größten Arbeitgeber sind Klein- und Mittelbetriebe in Österreich und die leben das. Denen brauchen wir das nicht zu sagen. Die leben das, dass sie eingehen, weil sie in ganz enger Verbindung sehen mit den Mitarbeitern. Und die Leitbetriebe haben Betriebsräte, die großartig auch arbeiten. Und das funktioniert ja gut in dem Zusammenspiel. Also wir müssen aufpassen, keine Signale der Mehrbelastung. Aber User Hansi Hansen fragt, ich komme noch einmal auf diesen Punkt zurück. Ich arbeite gern mehr als 40 Stunden, schreibt er oder sie. Aber wo es aber Sinn macht, auch zum Beispiel die 35-Stunden-Woche einzuführen, ist, wenn man zum Beispiel kleine Kinder hat. Also was ist punkto Aufteilung, noch einmal auf das zurückzukommen, der Hausarbeit, ist es da nicht schon ein Punkt, dass es zu einer anderen Verteilung führen würde oder sehen Sie das gar nicht, Frau Ministerin? Ja, aber das erlaubt ja der gesetzliche Rahmen und auch die ganzen Kollektivverträge, die es gibt ja jetzt schon. Das heißt, die Betriebe schauen ja darauf, wenn sie ihre Fachkräfte halten wollen, heute schon darauf, dass sie verschiedene Modelle haben für verschiedene Altersgruppen im Unternehmen. Also arbeiten wir, haben zuerst diskutiert, ich dachte, es sind 3, wie ich noch gearbeitet habe, aber es sind schon 4 Generationen, die in Betrieben gemeinsam zusammenarbeiten. Es ist nun einmal anders, eine Lebenssituation, ob ich 20 bin, ob ich Familie habe, mit Kindern habe, ob ich 50 bin oder ob ich kurz vor der Pensionierung bin. Und diese Flexibilisierung, diesen Rahmen müssen wir den Betrieben geben, dass sie das regeln können und nicht glauben, dass wir das alles besser wissen, weil verschiedene Branchen sind unterschiedlich, Betriebe sind unterschiedlich groß und der größte Arbeitgeber sind die Klein- und Mittelbetriebe und die sind sehr, sehr in engem Kontakt mit ihren Mitarbeitern. Also gewinnt dem was ab, dass man in verschiedensten Phasen so einen Rahmen hat, dass die Flexibilität
entsprechend gegeben sein kann. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass man mehr Flexibilität in der Arbeitszeit hat. Die Sozialdemokratie war hart dagegen, aber es hat sich bewährt und es hat sich gezeigt, dass es in verschiedensten Phasen und Unternehmen auch gut genutzt wird. Frau Krömmler, zwei Fragen an Sie. Die erste ist für die Geschlechterrolle. Macht es da einen Sinn, Arbeit anders zu verteilen pro Kopf? Naja, natürlich würde es Sinn machen. Ich glaube aber, dass wir in Österreich oder leider noch ein bisschen davon entfernt sind. In Holland zum Beispiel gibt es ja das Modell schon lange mit 30 Stunden, wo Männer und Frauen sich wirklich dann auch die Kinderbetreuung teilen. Alle Zahlen in Österreich zeigen, dass das noch nicht in diesem Ausmaß funktioniert. Das heißt, prinzipiell natürlich wäre es gut, ja, aber hier müsste sich auch ein Umdenken, denke ich mal, von der Männerseite auch stattfinden, dass die Reproduktionsarbeit nicht erst wieder bei den Frauen landet. Ja. Die haben jetzt vielleicht weniger Erwerbsarbeit, ja, weil die Stunden reduziert wird, aber mehr Reproduktionsarbeit. Ich glaube, hier müsste es auch ein Umdenken, oder bei den jüngeren Generationen passiert das schon, habe ich das Gefühl, ja. Aber ich glaube, da muss man auch gut drauf schauen, ja, dass es nicht wieder zu einer einseitigen Verteilung kommt. Wo sind denn, noch eine Frage an Sie, gibt es, kann man sagen, wo sind denn Arbeitnehmer, Sie haben Holland schon erwähnt, da ist laut OECD, da ist diese Work-Life-Balance, da sind die Werte sehr gut. Woran liegt das denn? Also wo sind denn Arbeitnehmer am zufriedensten? Also vielleicht gibt es, ich mag den Begriff Work-Life-Balance nicht, das wollte ich überhaupt vorher sagen, weil dann ist die Arbeit der Feind des Lebens. Aber Arbeit ist ein ganz wichtiger Teil unseres Lebens. Ja? Ich sage immer Life-Balance. Ja? Arbeit ist ja auch etwas, was uns sinnstiftend ist, was förderlich ist, was auch gesundheitsförderlich für uns ist. Wo wir aber eine gute Life-Balance sehen, sind sicher in den skandinavischen Ländern. Also vor allem in Schweden hat man sehr früh begonnen, sich mit dem Thema Life-Balance auseinanderzusetzen, aber da sehen wir auch, dass zum Beispiel das Thema Kinderbetreuung, und das ist auch viel selbstverständlicher, dass man Kinder zum Beispiel früher auch in die Betreuung gibt, als bei uns noch. Ja. Ich selber habe mit 40 zum Beispiel einen Sohn bekommen und habe auch sozusagen negative Rückmeldungen von Frauen bekommen, wie ich sehr früh wieder zu arbeiten begonnen habe. Also ich glaube, das muss man alles mitdenken. Aber also ich sage, skandinavische Länder haben sicher zum Life-Balance sehr, sehr viel gemacht. Ja. Und also vor allem in Göteborg gibt es einige Modelle auch, wo es eben mit kürzeren Arbeitszeiten haben wir mit Begleitprogrammen das gemacht. Okay. So, ich gesagt, darf ich da kurz nur was dazu sagen? Weil ich glaube, das ist ein wichtiger Input, weil immer die skandinavischen Länder aus verglichen werden. Also mich interessiert immer auch, was ist die tatsächliche Arbeitszeit, also nicht, was ist die theoretische, sondern tatsächliche, was sind Urlaubsfeiertage und was ist maximal möglich. Und das Interessante ist, dass in Schweden maximal täglich 13 Stunden möglich sind und dass in Österreich und Schweden circa gleich viel tatsächlich gearbeitet wird. Also ungefähr 35 Stunden in Schweden, 35,3 in Österreich, aber Länder wie Frankreich zum Beispiel liegen fast bei 36. Und man muss auch schauen, wie viel Freizeit haben wir. Also wir haben ein großes Maß an Feiertagen, 11 im Vergleich zu Schweden, 9. Die haben 9. Also das muss, glaube ich, als Gesamtpaket gesehen werden. Was habe ich an Möglichkeiten, Freizeit zu haben, für die Familie Zeit zu haben und gleichzeitig auch noch Leistung zu erbringen? Denn das ist auch etwas, was die Menschen gern tun, sich verwirklichen, zu schauen, was kann ich tun? Und da rede ich nicht nur von den super Kreativjobs, sondern ich denke an meine Eltern. Mein Vater hat sein Leben lang im Sägewerk gearbeitet, als Hilfsarbeiter, die Mutter in der Gastronomie und dann später in der Pflege. Und ich weiß, wie sie gern arbeiten gegangen sind und wie das Teil eine Möglichkeit war, sich ein Leben aufzubauen. Das heißt, dieses Thema Arbeit zu sehen, immer nur als das, was eine Pflicht ist und wo man hingehen muss, sondern es muss etwas sein, wo man diese Kombination hat, aber gleichzeitig natürlich auch sind wir im Wettbewerb international auch für die nächsten Generationen, damit wir gute Lebensqualität schaffen, aber auch, dass sie eine Zukunft haben, dass es hier gut funktionierende Betriebe gibt. Und darum muss man das immer im Ausgleich sehen, wie ist das Gesamtpaket und eben nicht nur einzelne Teile raus. Ja. Frau Hendi-Wagner? Weil die internationalen Vergleiche jetzt Thema waren, da muss man eine Statistik natürlich auch anschauen und nicht unter den Tisch fallen lassen, nämlich dass Österreich die dritthöchste Arbeitszeit pro Vollbeschäftigten hat. Das meine ich ja, wenn jemand also 40-Stunden-Job hat, dann arbeitet er realitätsweise ungefähr über 41 Stunden. Und damit liegen wir am Platz 3
der Arbeitszeit. Und das ist eine sehr große Arbeitszeit pro Kopf. Das heißt, wir haben hier pro Beschäftigten mehr Arbeitszeit, obwohl wir Arbeitslose haben. Das heißt, die Arbeitszeit, die vorhanden ist, ist nicht gleich oder nicht gerecht und nicht fair verteilt. Und es wäre ja richtig, jetzt steuernd von der Politik einzugreifen und zu sagen, schauen wir, dass die Arbeitszeit gerechter verteilt wird, weil zu viele Überstunden machen natürlich auch die Menschen nicht gesünder am Ende des Tages. Und wir kennen eines, und die Geschlechteraufteilung war von Ihnen schon als Thema reingebracht, Herr Shigetwari, Teilzeit ist weiblich in Österreich, Überstunden sind männlich. Und auch hier muss man natürlich ausgleichend eingreifen. Aber ein Thema ist noch gar nicht gefallen, nämlich abgesehen von Corona-Krise hin oder her. Wir haben die letzte Arbeitszeitverkürzung, gesetzliche Arbeitszeitverkürzung in Österreich in den 70er Jahren gehabt, 1975 unter Bruno Kreisky, damals auch mit vielen Widerständen von Seiten der Wirtschaftskammerfunktionäre, des Wirtschaftsbundes, der ÖVP, dieselben Argumente wie heute übrigens. Und jetzt überlegt man sich einmal, in den 70er Jahren war der PC, der Personal Computer, nicht einmal erfunden, es gab kein iPhone, es gab die Digitalisierung im Supermarkt natürlich nicht. Also unser Leben, die Gesellschaft, die Welt hat sich verändert, und ich habe jetzt gerade den Blick vorhin auf die Riesenbaustelle des Parlaments. Wenn Sie dort hinschauen jeden Tag, und ich fahre jeden Tag zweimal vorbei, dann sehen Sie dort kaum Menschen, nur Maschinen. Und ich habe mit Heinz Fischer vor ein paar Wochen gesprochen, der sagt, beim letzten Renovierungszeitraum des Parlaments, war das wie ein Ameisenhaufen voller Menschen. Das heißt, immer mehr Digitalisierung und Maschinen übernehmen die Arbeit der Menschen. Das heißt, wann, wenn nicht jetzt, nach 50 Jahren, das ist eh schon ein viel zu langer Zeitraum, sollten wir als Gesellschaft und als Politik so mutig sein und zu sagen, wäre es nicht richtig und notwendig, jetzt wieder einen Schritt Richtung mehr Arbeitszeitverkürzung zu tun? Ich habe eine kurze Nachfrage noch, bevor die Frau Ministerin kommt, und zwar vom User Covid-19. Er sagt, da die SPÖ zaubert da noch einen Uralt-Vorschlag aus der Mottenkiste. Warum glauben Sie, Frau Rendi-Wagner, dass da doch auch mehr Arbeitsplätze geschaffen wurden? Also kurze Antwort bitte, aber ist es nicht ein Risiko, dass Sie da einfach die Arbeitszeit reduzieren und die Unternehmer tun das, was die Frau Müller ein bisschen angedeutet hat, scheffen einfach mehr Arbeit so auf die Beschäftigten? Also erstens, weil das nachgewiesen ist. Es gibt vom Wirtschaftsforschungsinstitut eine Studie, die vor einigen Jahren gemacht wurde, wo bewiesen wurde, dass bei einer Reduktion auf 35 Stunden Arbeitszeitwoche die innerhalb von 5 Jahren 100.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden können. Und dasselbe lässt sich für unsere Studie von den Experten belegen. Durch eine 20-prozentige Arbeitszeitverkürzung, die gefördert bitte ist, das ist der große Unterschied, das ist keine Mottenkiste, das hat es in der Form, so ein Modell, ein gefördertes, noch nicht gegeben, und daher wehre ich mich gegen den Begriff Mottenkiste. Und wir sind die Einzigen, die innovative Vorschläge in dieser Situation übrigens machen, ich höre das von der ÖVP eben nicht. Aber durch diese 20-prozentige Arbeitszeitverkürzung schafft man ein Potenzial, wenn 1 Million teilnehmen, von 200.000 neuen Arbeitsplätzen. Wenn man jetzt sagt, okay, durch die Produktivitätssteigerung kann man etwa die Hälfte davon nicht nachbesetzen, aber 100.000 neue kann man damit schaffen. Und Frau das Schramm. Wäre eine wichtige Arbeitslosenquote jetzt in dieser Situation. Also zum Thema, wir sind SPÖ sind die Einzigen, ich finde das so typisch Politik. Entschuldigung, dass ich das sage, ich bin selber Ministerin, ich weiß das, aber so einseitig das darzustellen. Es gibt gute Vorschläge vom Koalitionspartner, den Grünen, von uns, von den Neos. Die von Sie alle ablehnen, Frau Ministerin. Die wir alle gemeinsam umgesetzt im Parlament. Lassen wir Sie nur ausreden, Frau Ministerin. Ja, genau. Die Kurzarbeit haben wir gemeinsam umgesetzt. Das ist etwas ganz, ganz Gutes. Und ich finde, so Überzeichnungen, die helfen uns auch nicht weiter. Sie zitieren auch immer wieder den Christoph Badelt und das WIFO. Und ich zitiere heute aus dem Kurier auch, also anderes Medium, aber trotzdem, schafft die Arbeitszeitreduktion automatisch auch Arbeitsplätze, und sagt ganz klar nein. Wir können hunderte Studien rausziehen, auf der einen Seite, die das zeigen oder das zeigen. Ich glaube, die Praxis zeigt uns, und ich weise nochmal auf Frankreich hin, ich habe 15 Jahre in einem französischen Unternehmen gearbeitet. Die Franzosen haben auf 35 Stunden reduziert. Und was passiert ist, die Lohnstückkosten sind um 11% gestiegen. Die Arbeitslosigkeit ist gestiegen. Sie haben gedacht, damit 2 Millionen neue Jobs. Das ist unseriös, was Sie jetzt machen. Das haben auch viele Studien gezeigt. In Wirklichkeit waren es viel, viel weniger. Und faktisch
arbeiten die jetzt mehr als vorher. Und ich habe selber gesehen, dass Firmen verschwunden sind. Es ist einfach so, die Firmen wandern dann entsprechend ab. Und ich glaube, hier sollten wir vorsichtig sein und auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe ich immer so gesehen und die Führungskräfte, sie sind erwachsen. Sie brauchen auch nicht gesagt bekommen, wie viel sie maximal arbeiten dürfen. Es gibt den Rahmen, der die Gesundheit vorsieht. Aber erzählen Sie das 500.000 Arbeitslosen, Frau Ministerin. Das finde ich zynisch und eine Verhöhnung von 500.000 Arbeitslosen. Lass uns noch die Frau was wir machen müssen, und da möchte ich jetzt darauf hinkommen, die Arbeitslosenzahlen sind Gott sei Dank etwas im Rückgang, aber wir haben noch viel zu viele und zynisch bin ich bei weitem nicht in dem Zusammenhang, ganz weit entfernt. Jeder Einzelne ist wichtig, der hier einen Arbeitsplatz findet und darum braucht es einen Schulterschluss. Wir haben jetzt noch ungefähr 400.000 in Kurzarbeit, wir haben 440.000 in der Arbeitslosigkeit und jetzt müssen wir schauen, dass wir die Unternehmen stärken, nicht schwächen und ihnen die Möglichkeit geben, diese Arbeitsplätze wieder zu schaffen. Mit ganz anderen Maßnahmen auch, zum Beispiel konjunkturanregende. Die Frau Vollmüller kommt gleich. Eine kurze Frage, nur Frau Ministerin, eine kurze Antwort. Ist aber das jetzige Kurzarbeitszeitmodell nicht in Wahrheit auch eine Form der geförderten Kurzarbeit? Sie können ja 80% arbeiten, bekommen 80% von Ihrem Lohn und der Staat zahlt den Unternehmen noch Fehlstunden. Ist das nicht sehr ähnlich eigentlich? Kurze Antwort bitte. Ja, es ist in dieser Krise das richtige Modell gewesen und jetzt haben wir die Sozialpartner gebeten, hier etwas auszuarbeiten. Da ist Arbeiterkammer, da ist Gewerkschaft mit dabei, da ist Wirtschaftskammer, Unternehmensvertreter mit dabei und ich bin zuversichtlich, dass sie mit guten Alternativen unterschiedlichen kommen werden. Es wird etwas brauchen für die Zeit danach, aber es muss viel spezifischer sein und sehr viel ausgerichtet auf die jeweilige Situation. Das müssen wir uns dann anschauen, wie es eben auch im Herbst sich entwickelt hat. Okay. Hoffentlich mit ganz wenig Arbeitslosen und dass viel mehr wieder Beschäftigung haben. Das ist mir das Allerwichtigste. Okay, Frau Klammermüller. Ich möchte noch einen anderen Punkt einbringen, weil vorher das Thema Motivation und Produktivität erwähnt worden ist. Also mal erstens, Anwesenheit in der Arbeit produziert nicht allein Produktivität, sondern es geht darum, so wie beide Damen erwähnt haben, ja, dass es ja auch darum geht, dass die Arbeit sinnstiftend ist, dass ich motiviert bin. Und da glaube ich ganz stark, oder das ist meine persönliche Erfahrung aus der Begleitung von vielen Unternehmen, dass eben diese Lebensphasenperspektive ganz wichtig ist. Es kann eben solche sein, ja, dass wenn ich jung bin, noch parallel eine Ausbildung mache oder auch wieder, wenn ich 40 bin, noch eine zweite Ausbildung mache, dass ich eine kürzere Phase brauche. Das motiviert mich hoch und es stärkt das Employer Branding, wenn die Unternehmen das schaffen. Wenn ich die gleitende Altersteilzeit habe oder bei der Wiedereingliederung nach Erkrankung zum Beispiel, ein super Modell, um wieder langsam aufzubauen. Ich glaube nur persönlich, dass es auch die Phasen gibt, wo wir mehr arbeiten wollen, ganz einfach, ja, weil wir einfach einen guten Flow haben, gut drauf sind, interessante Projekte haben. Diese Möglichkeit sollte es auch geben. Ja. Also Produktivität und Motivation hängen nicht immer nur gekoppelt mit der Länge der Arbeitszeit. Ich möchte jetzt schon sagen, dass wir ja diskutieren vor dem Hintergrund der größten Wirtschafts- und Sozialkrise seit 1945. Und ja, auch ich arbeite viel und die Frau Ministerin arbeitet bei weitem wahrscheinlich mehr als 40 Stunden und viele, viele tausend Menschen und viele arbeiten gerne mehr. Aber können wir bitte feststellen, dass wir in einer Wirtschaftskrise sind, wo es weniger Aufträge für die Wirtschaft gibt? Das wissen wir alle und das heißt, es stellt sich momentan nicht die Frage, dass es zu viel Arbeit gibt in den Unternehmen, sondern zu wenig Aufträge und dass diese Unternehmen gezwungen werden, zu entlassen. Deswegen gibt es dieses Krisenkurzarbeitsmodell, das sich in der Krise ja bewährt. Und wir haben gesagt, wir wissen das übrigens von Kollegen Badel, von seiner WIFO-Prognose, dass nächstes Jahr die Aufträge, die Arbeitslosigkeit nicht besser wird. Das heißt, diese Krise wird uns längerfristig begleiten. Und da braucht es längerfristige Maßnahmen, Frau Schramböck. Und ich habe Ihnen das gestern im Parlament gesagt und der Herr Shigetwari hat das in einem sehr guten Kommentar, ich glaube letzte Woche oder sogar diese Woche im Standard geschrieben. Was mir fehlt bei Ihren Maßnahmen seitens der Regierung, dass die Wirkung belegt wird. Was bringen Ihre Maßnahmen? Wie viel Arbeitslose bringen Sie mit Ihren Maßnahmen in den nächsten ein, zwei Jahren in Beschäftigung? Wie viel weniger Unternehmen werden pleite gehen? Also die Blackbox, wie sie Shigetwari genannt hat,
die ist gefährlich, weil wir brauchen jetzt vorausdenkende Modelle, die die Arbeitslosigkeit in Österreich senken. Ich möchte aber bei der Kurzarbeit bleiben. Und zwar eine Frage noch an Sie, Frau Rendi-Wagner, weil vorher auch gesagt wurde, die SPÖ, da sagt der burgenländische Landeshauptmann im News-Interview, was soll jetzt eine Arbeiterin sagen, die 1200 Euro verdient? Die wird sagen, danke, jetzt kriege ich mehr Zeit durch eine Arbeitszeitreduktion und kann mir einen Zweitjob suchen. Und kann es auch sein, dass die Menschen jetzt die Frage an Sie nicht bereit sind? Es gibt ja im Metall-KV, da gibt es ja schon Möglichkeiten, statt höherem Lohn mehr Freizeit zu nehmen. Und das tun aber weniger als 10% der Arbeitnehmer nehmen das an. Und kann es also sein, dass so wie der Herr Doskozil einfach viele Arbeiter und Menschen in Österreich das, was Sie da sagen, gar nicht annehmen wollen, nicht bereit sind? Wissen Sie, dass die einfachste Antwort für diese Kraft, diese Arbeitskraft, die Sie jetzt erwähnt haben, ist, wenn es dieses Modell nicht gibt, läuft sie große Gefahr, gekündigt zu werden. Also was nützt dir der beste Lohn, wenn sie keinen Job hat und sie keinen Lohn mehr hat und auf 55% der Nettoersatzrate, nämlich das Arbeitslosengeld, herunterfällt? Und wir sind auch weiter in den nächsten ein, zwei Jahren in einer Wirtschaftskrise, Frau Ministerin. Und wir können nicht normale Maßstäbe anlegen. Und genau deswegen müssen wir gemeinsam Drittel-Drittel-Drittel-Lösung, Win-Win-Win-Situationen schaffen. Das Modell, das ich vorgeschlagen habe, ist deswegen neu, weil es nicht einseitig ist bei vollem Lohnausgleich und keine Belastung, wie Sie jetzt sagen, für die Unternehmen. Ganz im Gegenteil, okay, das wird öffentlich gefördert und ist mit einem kleinen Gehaltsverlust versehen für den Bonus, dass diese Menschen ihren Job behalten. Okay. Also die von Ihnen angesprochene Arbeitskraft behält ihren Job und der Vergleich mit Frankreich ist unseriös und Sie wissen es. Jetzt Entwicklungen 30 Jahre nach dieser Einführung hereinzunehmen, ist ein bisschen jetzt an den Haaren herbeigezogen. Frau Ministerin, auch zu Wort kommen. Also, glauben Sie, interessiert das die Menschen gar nicht so sehr, weniger zu arbeiten? Haben Sie denn ein Gefühl dafür, Frau Schramböck? Naja, mein Mann war auch in Kurzarbeit in dieser Phase und es ist eine Umstellung. Also das Leben verändert sich komplett für die einzelnen Personen, die da drinnen sind. Und ich glaube schon, dass viele jetzt sich Sorgen machen um ihren Arbeitsplatz und den gerne behalten wollen, auf der einen Seite, aber auch natürlich arbeiten wollen. Ich bin überzeugt davon, ich habe kaum jemanden gesehen, der gesagt hat, gerade in der jetzigen Phase macht es ihm nichts aus, wenn er weniger verdient oder wenn der Arbeitsplatz verloren geht. Deshalb braucht es ein Gesamtpaket und die Frau Rendi-Wagner hat es angesprochen, wir haben 50 Milliarden zur Verfügung gestellt. Ich weiß, dass es eine Weltwirtschaftskrise ist. Ich war 2008, 2009 in den Betrieben mit dabei und das war harmlos im Vergleich zu dem, was wir jetzt sehen. Das heißt, es braucht diese 50 Milliarden, es braucht Konsumanregung, es braucht Investitionen, damit wir wieder Aufträge bekommen. Es braucht auch einen Blick auf die internationalen Vernetzungen. Wir müssen wieder Produktion. Ich will Sie nur, Sie kommen mir beide zum Konjunkturpaket. Ich will Sie aber da zurückziehen zur Kurzarbeit nochmal. Es geht aber auch für Sie, Frau Rendi-Wagner, Sie gleich nochmal. Also vielleicht dann sage ich noch einen kurzen Satz zu diesem Thema. Ich habe es auch in meiner Familie so erlebt. Mein Vater war nicht begeistert, dass er weniger arbeiten durfte, sozusagen, wie diese Arbeitszeitverkürzung war. Ich kann mich genau erinnern, wie er zu mir gesagt hat, ich kann jetzt da nicht mehr, ich kann auch nicht so viel verdienen. Sie wollten sich was aufbauen. Und da bin ich wieder bei der Frau Chloe Müller. Ich glaube, wir können das nicht über den Kamm scheren, sondern wir müssen alles tun, damit wir möglichst viele Arbeitsplätze sichern in jeder Lebenslage. Und da wird es welche dabei geben, die sagen, ja, okay, ich arbeite etwas weniger gerade in dieser Phase und trage damit zum Unternehmen was bei. Und die anderen werden sagen, nein, ich muss aber jetzt, ich muss meine Schulden zurückzahlen, ich muss meine Themen zahlen, ich möchte gerade jetzt mehr arbeiten. Und da ist es wichtig, dass wir genügend Arbeitsplätze schaffen, auch für die Lehrlinge, für alles und diese Rahmenbedingungen. Und da braucht es, weil sie nicht darauf hinkommen wollen, aber man kann es nicht isoliert sehen, konjunkturbelebende Maßnahmen, nur das hilft im Moment auch. Ich glaube, eine Frage noch an Sie hat sich, weil jetzt das angesprochen wurde, auch die Frau Ministerin mit dem Mann, der in Kurzarbeit war. Haben Sie das Gefühl, dass sich etwas verändert hat durch die Corona-Krise, dass vielleicht bei Menschen, die jetzt mehr zu Hause waren, zwangsweise im März, ist denen eher die Decke am Kopf gefallen oder sagen da viele, eigentlich komme ich auch gut aus, wenn ich nur halb so viel arbeite? Sehr unterschiedlich. Ich muss dazu sagen, ich habe ehrenamtlich für die Psychotherapie-Helpline telefoniert und habe sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ja, also wir haben schon gesehen, zum Beispiel, wenn ich kleine Kinder zu Hause habe und nebenbei arbeite, auch wenn ich weniger arbeite, ist das einfach schwierig gewesen für viele. Ja? Mein Sohn ist schon 16, der kann das allein machen, aber wenn ich solche Kinderbetreuung habe, nebenbei, ja,
Viele haben gesagt, es war super, dass wir mal diesen Digitalisierungs-Homeoffice-Schub gehabt haben, aber ich möchte nicht nur Homeoffice haben, sondern ich möchte das gemischt haben zum Beispiel. Also da ist was Positives. Ich glaube aber, das hat Gott sei Dank, muss man sagen, nicht so lange gedauert. Ja? Was ich schon gesehen habe, dass ich, also von den Telefonaten, die ich bekommen habe, dass das Thema so psychische Belastung schon gestiegen ist, auch Gewalt zum Teil bei Frauen, ja, zum Beispiel war ein Thema, mal Krisen in der Familie, dass das nicht so einfach war oder so toll war wie viele, die das jetzt vielleicht ein bisschen manchmal auch rüberkommt. Manche, für manche war es super, ja, die haben gesagt, okay, ich kann mir das besser einteilen, ich mache das von zu Hause, aber auch da, wie gesagt, hängt sehr von der Situation, von der familiären Situation ab. Okay, wir kommen schon zur Schlussrunde. Frau Klömmel, ich wollte Sie noch was fragen, aber es halt bei Ihnen ein bisschen zurück. Ich höre immer eine Rückkopplung. Ich weiß nicht, ob Sie da noch etwas dran tun können. Frau René-Wagner, eine Frage an Sie. Hat sich, glauben Sie, etwas auch verändert in die Richtung, dass Menschen durch diese Corona-Erfahrung vielleicht jetzt geneigt sind zu sagen, man kommt eigentlich auch mit weniger aus? Das kann schon sein, dass das die einen oder anderen dazu gebracht hat, mehr zu schätzen, ihre Zeit mehr mit Familie zu verbringen, weil das ja oft wir gar nicht in die Versuchung kommen, weil wir so viel arbeiten und dann gezwungen wurden, durch den Shutdown auch mehr zu Hause zu sein und dass das viele auch einen positiven Effekt hatte. Aber es ist etwas, was ich nicht nur in dieser Corona-Zeit hier und da gehört habe, sondern weit davor, vor allem eine junge Generation, die jetzt weit jünger ist als ich und als na, Sie vielleicht, Herr Schiget, war eher, die eine andere Work-Life-Balance hier haben und andere Anforderungen an ihr Leben. Das sind junge Kolleginnen, die ich auch im Ministerium und an der Uni schon kennengelernt habe, die da anders an die Sache rangehen, als ich das noch gemacht habe. Die sagen, ja, ich arbeite gerne, aber ich brauche auch, und es ist für mich notwendig, meine Zeit zu haben mit meinen Freunden, für mein Sozialleben, für meine Familie, für meinen Sport, für meinen Ausgleich. Und die ganz genau drauf schauen und die gesagt haben, ja, Geld ist eines, aber die Freizeit, meine Familie, meine Freunde sind mir sehr, sehr viel wert. Und ich glaube, dass dieser Wert an Zeit, diese private Zeit, mehr Wert bekommen hat in den letzten 10 Jahren, vor allem bei den jüngeren Arbeitseinsteigern, als das jetzt vor 30 Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren, als ich in die Arbeitswelt eingestiegen bin, der Fall war. Frau Schramböck, sehen Sie da, ist das eine Generationenfrage, dass vielleicht jüngere Menschen auch in Österreich weniger nur 40, 50 oder Stunden arbeiten wollen und andere auch Ideenziele haben? Ja, es sind andere Formen. Ich habe das selbst erlebt in der IT-Branche mit ganz vielen jungen, aber auch mit älteren Mitarbeitern, dass das ganz unterschiedlich gelagert war. Letztendlich kommt es aber auch immer darauf an, wie die Lebensumstände sind. Das heißt, in welche Familie bin ich eingebettet, wo bin ich hineingeboren worden, was sind meine Möglichkeiten, meine Chancen. Da hilft nur eines, Ausbildung, Ausbildung und noch mehr Ausbildung. Egal, ob es die Lehre betrifft mit neuen Lehrberufen, ob es die Ausbildung in den Schulen mit dem Thema der Bildungspflicht, wo ich ja intensiv mitverhandelt habe. Also das ist das, was uns hilft. Und ist ja interessant, weil wir ja gleichzeitig, und das ist auch jetzt noch so, einen extremen Fachkräftemangel haben. Das heißt, wenn wir eine Zukunft bauen wollen mit unserer nächsten Generation, dann müssen wir sie ausbilden in den unterschiedlichsten Bereichen, gerade im Bereich der Digitalisierung und schauen, dass sie schaffen, den Wohlstand auch zu erhalten. Das wollen sie ja auch und das haben sie ja auch immer mir auch persönlich in den Gesprächen signalisiert. Und dass wir schaffen, dass wir hier mit dieser Ausbildung sie dorthin bringen, dass sie auch eine gute Zukunft haben und dass das weitere Generationen weitergeht. Ich glaube, das ist der Schlüssel zu allem. Ich habe noch eine kurze User-Frage, weil Sie das kurz angesprochen haben. Der User Makaberich schreibt, grundsätzlich hätte ich kein Problem damit, auch die Arbeitszeit zu reduzieren, aber wir sind ja in einem Konkurrenzverhältnis mit Asien und dort wird eher quasi mehr gearbeitet als weniger. Und dann ein zweiter User oder Userin, das Ende naht, schreibt, aber das ist doch kein Grund, bei diesem Rattenrennen mitzumachen. Also die bitte um eine kurze Antwort. Ist es nicht so, dass man auch sich vielleicht sagen muss, okay, da muss man auch aus wettbewerbsrechtlicher Sicht vielleicht zurücktreten und andere Prioritäten setzen, oder sehen Sie das gar nicht?
Ich glaube, worum es geht, ist, dass es in Zukunft interessante Arbeitsplätze gibt und dass die Menschen auf der einen Seite Geld verdienen können, weil um das geht es auch, nicht nur, aber auch, dass sie sich ein Leben aufbauen können, eine Familie gründen, ein Heim kaufen und auf der anderen Seite, dass sie sich auch in dem gut zurechtfinden und das gerne tun. Und da ist natürlich schon eine andere Situation in Asien. Wir haben hier eine junge Generation, die ganz, ganz stark auf dieses Thema Wettbewerb getrimmt ist. Das ist sicherlich nicht unser europäischer Weg. Wir sind da schon einen Schritt weiter. Den Schritt werden wir auch nicht zurückgehen. Aber da hilft eben genau nur das. Wenn ich gut ausgebildet bin, wenn ich die beste Ausbildung habe, die ich machen kann, sei es eine Lehre, und das ist eine der höchst Ausgebildeten, sage ich immer, weil sie im Fachbereich so gut ausgebildet sind, dann kann ich mir auch ein gutes Leben gestalten. Und ich glaube, das ist der Schlüssel für Europa, Bildung, Bildung und nochmal Bildung in diesen Themen. Und dann schafft auch die Digitalisierung Arbeitsplätze, weil jedes Jahr werden 20.000 neue geschaffen. Es ist jetzt nur die Frage, wie können wir alle mitnehmen, damit sie auf diesen Plätzen auch arbeiten können. Okay. Frau Rendi-Wagen, wollen Sie auch kurz zum Schluss was sagen? Weil Sie haben jetzt nochmal so ganz kurz, und dann komme ich noch zu Frau Kreumüller. Angesichts dieser Rekordarbeitslosigkeit braucht es ein Maßnahmenbündel. Da reicht keine Einzelmaßnahme aus, die wir heute diskutiert haben, sondern natürlich all die Fülle, die Sie angesprochen haben, aber auch innovative, intelligente, neue Wege, die wir gehen. Und dieses neue Modell ist so ein Weg, um mehr Arbeitsplätze zu sichern und zu schaffen und dabei die Unternehmen auch zu stützen in dieser wirtschaftlich schlechten Situation. Und darf nur sagen, weil Sie Asien erwähnt haben, Microsoft Japan hat vor einigen Jahren auf die 35-Stunden-Woche erfolgreich umgestellt. Ja, da muss ich was dazu sagen. Also ich kenne Microsoft sehr, sehr gut und ich kenne es ein amerikanisches Unternehmen und ich habe lange Jahre für ein japanisches Unternehmen gearbeitet. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Das ist ein Vorzeigemodell, das hier als Modell gedacht ist. Und Frau Ministerin, reden wir mal drüber. Schauen Sie sich mal unser Modell an. Lassen Sie nur die Frau Ministerin kurz ausreden. Die Selbstmordrate, die höchste ist aufgrund des Drucks, der in Firmen verspürt wird. Das würde ich aus der IT-Branche kommen, nicht das Beispiel nennen. Und jetzt Schlussfrage, Frau Kreumüller, eine kurze Antwort, dass Bibi Blockwart, der User, sagt, in Österreich, da würde man so ein Modell, wie die SPÖ das vorschlägt, ja niemals umsetzen können, weil die Mentalität ist, der am längsten im Büro sitzt, der gewinnt. Also um die Schlussfrage an Sie, wie bereit sind Ihrer Meinung nach den Unternehmer, es gibt ja ganz wenige, die eben auch schon auf Arbeitszeitreduktion setzen, aber gibt es in Unternehmen aus Ihrer Erfahrung nach Bereitschaft oder wenn man auch wenn man mitzahlen muss, also weniger arbeiten kann man ja immer, aber ich glaube, die Aussage des Users stimmt nicht mehr so. Ich erlebe das nicht mehr so, dass die Einstellung so ist, dass wir jetzt nur im Büro sitzen lange. Ja. Ich glaube, da hat es ein Generationenwechsel massiv stattgefunden und ein Umdenken stattgefunden. Und ich erlebe auch von vielen, vielen Betrieben, ohne dass es jetzt diese Kurzarbeit im klassischen Sinn gibt, ein hohes Maß an Bereitschaft, auch flexible Modelle anzubieten, weil es einfach im Sinne des Employer-Brandings wichtig ist. Ja. Gerade wenn man die Stadt Wien anschaut, zum Beispiel Froh Soziales Wien als Beispiel, ja, bietet für die Jüngere, ja, die arbeiten durchschnittlich 30, 35 Stunden, können sich aber auch das Leben leisten. Das ist schon wichtig. Man muss ein gewisses Lohnniveau haben, ja, um diese Modelle zu wählen. Aber ich, das Absitzen oder so, ich glaube, das erlebe ich sehr selten. Okay. Frau Kreumüller, Frau Rendi-Wagner, Frau Schramburg, vielen, vielen Dank für die Debatte. Ich glaube, zumindest ich habe auf jeden Fall viel gelernt. Die SPÖ hat noch einmal ihren Vorschlag präsentiert. Frau Rendi-Wagner hat gesagt, es geht um eine Umverteilung von Arbeit, dadurch mehr Arbeitsplätze zu schaffen. Frau Ministerin Schramburg hat vor den Kosten gewarnt, die Unternehmen entstehen. Gerade jetzt sei es der falsche Moment und vor dem Wettbewerbsdruck. Und Frau Kreumüller hat erklärt, wo funktionieren denn Modelle besonders gut? Was hat sich in Unternehmen geändert? Von unserer Seite, vom Standard, bleibt nur übrig zu sagen, danke fürs Interesse und für die spannende und lebhafte Debatte. So soll es ja sein in der Demokratie. Bis zum nächsten Mal und gutes Gelingen, was auch immer Sie vorhaben.